willkommen bei Brenn Equipment. Ich bin Jenny und heute wollen wir dir zeigen, wie wir eine Kapitänsbinde mit Klettverschluss pressen. Dafür brauchst du eine unbedruckte Kapitänsbinde, einen Ausdruck, diese hier wurde mit unserer eigenen Subli-Tinte Subli-Splash bedruckt, Schutzpapier und auch eine 10 mm Silikonschaummatte, die ihr auch gerne online kaufen könnt und dann zuschneiden könnt. Das ist wichtig, damit nachher beim Pressen das Klettmaterial nicht zerdrückt wird. Genau, und schmilzt. So, erster Schritt ist dann bitte, wie bei allen Textilien, die Armbinde zu entfusseln, damit später beim Pressen keine Verfärbungen entstehen. So, dann geht's ans Pressen. Ich nehme etwas Schutzpapier, lege es auf meine Presse. Meine Silikonschaummatte mittig bitte einlegen, damit gleichmäßiger Druck auf unser Produkt ausgeübt wird. Unsere Kapitänsbinde. Hier bitte darauf achten, dass ihr die raue Seite nach unten zeigend auf eure Silikonschaummatte auflegt. Schutzpapier darauf. So. Dann presse ich es für ungefähr 10 Sekunden vor, damit sich das Klettmaterial verändert sich ja. Es wird sich zusammenziehen und schrumpfen. Daher wollen wir das vorpressen, damit es nachher ein ebenes Druckbild beim Pressen gibt. So, und das war's auch schon. Entferne das Schutzpapier. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, kommt unsere Ausdrucke mit einer Konturlinie. Solche könnt ihr auch gerne auf unserer Homepage runterladen, je nachdem, welche Grafikprogramme ihr benutzt, damit das Produkt zentral platziert werden kann. So, hier bitte darauf achten, dass die raue Seite nach oben zeigt beim Platzieren. Und dann mit einem großen Stück Klebeband abkleben, damit sich die Kapitänsbinde nachher nicht bewegt bzw. einen Schatten entwirft. Das ist daher wichtig, dass sich das Klettmaterial beim Erhitzen schrumpft ist und dann beim Abkühlen tut es sich wieder ausbreiten. Da ist es wichtig, dass es fest abgeklebt ist, damit nachher kein Schatten auf unserem Artikel entsteht. So, dann geht es ans Pressen. Ich lege es mit dem Ausdruck oben liegend wieder auf meine Silikonschaummatte auf. Lege etwas Schutzpapier darauf und wir pressen die Kapitänsbinde mit 190 Grad für 90 Sekunden bei mittlerem Druck. So, meine Presszeit ist gleich vorbei. Ich benutze heute eine pneumatische Presse, daher will ich sicher gehen, dass sie nicht automatisch öffnet und durch den Zug einen Schatten entwirft auf meiner Kapitänsarmbinde, sondern etwas gegenwirkt und langsam die Presse öffne. So, ich entferne mein Schutzpapier, allerdings nicht meinen Ausdruck. Dem gebe ich ein paar Sekunden, damit sich die Kapitänsbinde bzw. das Klettmaterial wieder ausbreiten kann und der Ausdruck keinen Schatten entwirft. Okay. Und es sieht super aus. Für weitere Produkte oder jegliche Fragen besuch uns auf printequipment.de. Und damit wünschen wir dir Happy Printing!